Super, wunderschönen guten Morgen. Genau. Hier ist der erste coole Podcast. Weißt du, kennst du diesen? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Kultur, sowas in der Melodie, das wäre cool. Eigentlich ist es ein Wunder, dass wir zwei wirklich einen Podcast hinbekommen, weil wenn das scheitert, dann an Selbstkritik. Ja. Wir sind sehr, sehr ja. streng mit uns selbst. Gell? Gell? Ja, gell? Das war... Das müssen wir noch ein bisschen überwinden. Das war fast... Aber wie fandst du unsere letzte Folge? Ganz cool, muss ich sagen. Also wir werden dann wahrscheinlich sehen, wenn das erst ein bisschen geschnitten ist. Aber ich würde sagen, dass wir jede Folge ein bisschen entspannter werden. In jeder Folge ein bisschen entspannter. Ja. Genau, ich glaube, das ist es, Entspannung, genau, und sich nicht darauf konzentrieren, dass man aufnimmt, genau. Deswegen mache ich auch jetzt direkt mal unsere Tonspur weg und schaue nur dich an, damit ich mich ganz auf dich konzentrieren kann. Liebste Emma, Emma Balzac. Also Sisi, was ich einfach nur besser finde, ist, ich habe das auch manchmal gemacht, und zwar bei dieser Folge, als wir über Lieblingsautoren gesprochen haben, und dann habe ich erst später bemerkt, dass ich keine Tonspur ab Minute 30 habe. Vielleicht ist es besser, dass du Audacity trotzdem ein bisschen auf deinem Monitor hast. Wenigstens ein kleines Fenster. Nur, dass du siehst, dass es immer wieder aufgenommen wird, weil dein Mikro kann etwas schief gehen in der Zwischenzeit und dann reden wir umsonst sozusagen. Sozusagen. Okay, alles sozusagen. Klar. Sozusagen. Das könnte ein Remix-Song sein. Und mein Füllwort ist. Ja, mein Füllwort ist immer genau. Das ist auch ganz schrecklich. Und ich habe mich, also ich kann mich überhaupt nicht selbst anhören. Da leide ich wirklich Qualen. Was ich ganz schlimm bei mir finde, sind meine Lacher. Wenn ich so in die Lücken lache, furchtbar. So ein Verlegenheitslacher. Ich glaube, diese Lacher von dir sind die schönsten in unserem Podcast. Und in unserem Podcast, und ich habe mich total gefreut, weil jedes Mal sagst du hattest, weil du lachst wie Glöckchen, wie kleine Glöckchen, hört man das. Wie eine richtige so Opernsängerin. Jetzt lache ich gar nicht mehr, okay. Neidisch, weil ich lache wie ein, weiß ich nicht, wie ein Wildtier, so. Und das klingt so unsympathisch und unromantisch und du klingst wie eine richtige Dame, so. Und ich finde das richtig schön. Ja, ich kann mich selbst auch nicht hören. Ich glaube, das ist so für ja, siehst du. Die Mehrheit der Menschen. Dass man einfach so künstlich klingt und unglaubwürdig und vieles mehr. Aber gut, wir überleben das. Ja. Na gut, wir versuchen unsere Komplexe zu übergehen und einfach jetzt weiterzumachen und um zu schauen, was daraus wird. Denn wir haben ja heute auch ein ganz tolles Thema. Yay! Ich freue mich auf Jack Kerouac. Die Beat Generation. Aber ehrlich gesagt finde ich, es ein Thema für abends. Nee, es ist jetzt so früh am Morgen. Wir sitzen beide hier mit Kaffee. Und ehrlich, also, na gut, man könnte sich so ein bisschen in eine Stimmung, als ob man irgendwie zu viel getrunken hätte, in so morgens so einen Kater hat, ja. Dann würde es vielleicht oder wieder wir können passen, einfach über Beat Generation zu sprechen. Dass wir jetzt Drogen nehmen, dass wir einfach besser zum Thema passen. Genau. Ja, es ist ein bisschen schwiebehaft, über Beat Generation um 8 Uhr am Morgen zu reden, aber gut. Genau. Ja, womit fangen wir an? Also wir wollen heute über das Buch On the Road sprechen und ich habe ja eben schon, also ich werde heute ein schönes Foto posten, wo ich in der Bahn, also quasi On the Road lese, aber weil ich bin ja Pendler, aber mit der Bahn pendeln ist so gar kein Vergleich. Eigentlich ist es total spießig im Gegensatz zu dem, was die für einen Trip so vor sich haben. Ich hatte den Film schon gesehen vor, weiß ich nicht, 16 Jahren oder so. Ich hatte den noch so ein bisschen in Erinnerung. Der ist 2012 erschienen. Kristen Stewart. Genau. Und der ist schon hammergut, der Film, fand ich. Aber da, ich meine, ich habe das so in Erinnerung, dass die da quasi nur eine einzige Reise machen und mehr nicht. Und im Buch fahren die ja wirklich 4 oder 5 Mal los.
Also das fand ich nochmal so ein ganz anderes Motiv eigentlich, ja. Das ist ja immer wie, die machen diesen Stress je vier, fünf Mal durch, ja. Also so eine kommen immer wieder an und versuchen doch sich irgendwie sesshaft zu werden. Jack fängt irgendwann an, will sogar hat ein Haus gekauft für seine Familie und möchte versuchen, dass seine Schwester und seine Mutter und alle irgendwie zu seine Liebsten quasi vereint in einem Haus wohnen und versucht da wirklich sesshaft zu werden. Und die halten es dann aber auch doch alle nicht aus und ziehen dann irgendwie zurück. Und dann fährt er wieder los und sucht wieder seinen Kumpel Neil Cassidy, Neil ja. Cassidy. Ja, da sind wir schon bei den Namen eigentlich, ne? Ja, Vielleicht sollten wir okay. mal zusammenfassen, wer da alles so am Start ist. Willst du? Nee. Es ist früh. Es ist Meine früh am Morgen. chinesische Freundin und Kollegin, die mich heute besucht hat, mich gerade geschrieben. Ich muss ihr antworten, weil sie befindet sich auf dem Flughafen. Also Ah, okay, deswegen dann bitte fülle ich du einfach und mal. ich antworte nur kurz. Okay? Sorry. Okay, super. Alles klar, dann fülle ich mal. Ja, also, wie das Buch On the Road ist tatsächlich so der Klassiker der Beat Generation, was quasi so deren Bibel ist, auf das sich auch heute noch ganz viele Schauspieler beziehen, die dann sagen, ja, das war auch ihr wichtigstes Werk oder ihre Bibel, die ihre Karriere vielleicht beeinflusst hat oder ihr Leben oder ihr Lebensgefühl. Es ist tatsächlich ein Lebensgefühl, würde ich mal behaupten. Und die wichtigsten Autoren der Beat Generation, die wir jetzt hier im Podcast auch alle einzeln besprechen wollen, das sind Jack Kerouac, Allen Ginsberg und William S. Burroughs. Und tatsächlich kommen die alle meistens dann auch namentlich in den Büchern so drin vor. Und das Buch On the Road erzählt eine Geschichte, die stark autobiografisch ist, denn von 1947 bis 1950 sind tatsächlich Jack Kerouac unter anderem mit Neil Cassidy, einem Freund von dieser Gruppe, der jetzt nicht Schriftsteller war, aber der immer wieder auftaucht, auch in den Werken von allen eigentlich, sind zusammen durch die USA ja, gefahren, gereist, getrampt, wie auch immer, was auch immer sie für einen fahrbaren Untersatz gefunden haben oder was sie an Geld irgendwie zusammenkratzen konnten. Und nach dieser Reise hat sich Jack Kerouac eigentlich hingesetzt und hat ja wie in so einem brutalen Stream of Consciousness angeblich irgendwie in 2 Tagen dieses Buch runtergeschrieben. Das war dann 1951, wobei das dann erst 1957 erschienen ist. Ja, er hat aber hin und wieder immer schon ein bisschen Geld verdient mit irgendwelchen schriftstellerischen Tätigkeiten, wovon sie sich dann immer so kurzfristig irgendeinen Trip haben, also leisten können. Genau. Ja, und hast du Ja, die Nachricht habe geschrieben? ich. Sorry. Ja, Super. ganz, ganz Kein Problem. schön. Ich finde, dass eigentlich der Roman unterwegs, On the Road, ist wahrscheinlich nicht der beste von Beat Generation geschrieben. Oder? Ist das etwas, Okay, steile was wir These. vielleicht jetzt schon sagen können, dass natürlich, wenn das veröffentlicht wurde, der Roman, er hatte einen großen Erfolg, da er in einem spezifischen Kontext und Klima erschien, aber da auch dieser Roman auch viele Lücken hat. Ja, also ich habe ganz zum Schluss irgendwie ganz lustig, steht bei mir so, bevor der Schluss kommt, bei mir so ein Einfü hat der Herausgeber was eingefügt und zwar, dass der Schluss irgendwie zerrissen war. Also das ist überhaupt, das steht schon am Anfang des Buches, dass es ganz schwierig war, die Originalfassung davon überhaupt zu finden, weil ja, Kerouac wohl damit erstmal auch mit diesem Manuskript durch die Gegend gefahren ist und dann das Manuskript ziemlich gelitten hat, sodass man gar nicht alle Stellen irgendwie entziffern konnte. Und dann steht irgendwo so mit einem Sternchen beim Schluss dann angesetzt, der letzte Meter der Urfassung ist verloren. Eine handschriftliche Notiz am Ende der Urfassung besagt, Hund fraß. Also auf Englisch Potkai, ein Hund oder Potkai, keine Ahnung. Und der Hund von Kerouacs Freund hatte das Ende zerbissen. Das finde ich mir sehr lustig.
Ob das so stimmt, keine Ahnung. Vielleicht war er sauer und hatte, oder vielleicht hat Neil Cassidy selbst den Schluss Das gesehen und kann hat gesehen, sein. wie schlecht er dabei wegkommt und hat deswegen den Schluss zerrissen oder sowas, ja. Also das fand ich irgendwie sehr lustig. Sowas habe ich noch nie in einem Buch gelesen, sondern der Hund hat es gefressen, das Ende leider. Und dann haben sie es wohl irgendwie nachträglich so rekonstruiert mit seinen Erzählungen nochmal und dann. Es ist ja auch ziemlich, der Schluss kommt ja dann auch ziemlich abrupt, aber den spoilern wir jetzt vielleicht nicht. Oder später wie immer dann doch. Naja, also ich finde schon, dass es das eigentlich das wichtigste Werk ist der Beat Generation, weil die sich darüber so identifiziert haben. Also weil sie dann das Motiv des Reisens, des niemals Ankommens, es ist im Grunde alles drin. Der Jazz, der Schreibstil, der ja auch dann wirklich von diesem Beat Generation, wo sie dann auch den Namen dazu gefunden haben. Also ich würde behaupten, dass das das wichtigste Werk ist. Aber gut, es Ja, gibt ja auch nur ganz wenige. Es ist ja im Grunde keine riesige stimmt. Literaturströmung, sondern vielleicht ein kleines Schriftstellerkollektiv, die sich zusammengetan haben und wirklich was geschaffen haben, was wirklich in Erinnerung geblieben ist und nachträglich alle möglichen anderen Kunstsparten beeinflusst hat. Also sowohl die Musik als auch heute natürlich die Popliteratur. Die Popliteratur, die wir heute kennen, die hat ihren Ja, Ursprung in das der ist immer Beat interessant, weil Generation. manchmal sind die Werke, die zuerst kommen, nicht so geil im Vergleich mit neuen Sachen, die sie beeinflusst haben. Natürlich wäre wahrscheinlich ohne unterwegs nicht andere Romane erschienen oder vielleicht, wie du sehr, sehr genau gesagt hast, ist das der Anfang von Popliteratur. Und das ist wirklich geil. Aber ich finde zum Beispiel, mein Problem mit unterwegs ist, dass wie bei Star Wars auch. Ich habe es als Kleine nicht gelesen oder gesehen. Also entweder den Film oder auch das Buch. Und dann, wenn du später im Leben irgendwie nach eigener Adoleszenz das Buch, den Roman liest, funktioniert es nicht mehr, leider. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, Findest du, wenn man ja? 16 ist oder 18 und man liest es zum ersten Mal, hat das natürlich einen gewissen Anspruch an den Leser und ein gewisses Gefühl über das Leben und die Freiheit und was das bedeutet und einfach über Reise und Interpretationen und bla bla bla. Aber wenn man später irgendwie mit Reife dieses Buch nach ein bisschen anspruchsvollere Lektüre im Leben diesen Roman wieder liest, glaube ich, es funktioniert einfach nicht. Ich denke einfach, du bist ein weißer, privilegierter Doch, Mann, finde ich schon. der einfach durch das Land mit seinen Kumpel so reist und du denkst einfach, dass du wahnsinnig interessant bist. Ich finde ihn teilweise interessant, aber andererseits Wow, kann ich okay, nicht so ja. viel irgendwie mit ihm mitfiebern oder mit seinen Kumpels, weil teilweise sind sie, besonders dieser Cassidy, der mich die ganze Zeit wahnsinnig gemacht hat, einfach so ein Arschloch. Klar, okay, der Neil Cassidy ist Das ist natürlich das okay, Arschloch, super. ja, auf Es jeden freut Fall. mich, Genau. dass du das Absolut, genauso ja, doch. siehst. Nein, nein, klar, natürlich, absolut. Aber dann würdest du ja behaupten, dass das mehr ein Buch ist, so ein bisschen wie Hermann Hesse, was für die Zeit, für Ja, die das würde ich Pubertät sagen, ist, dass oder das was? Ist vielleicht, deine weil viele These? Menschen sagen, das ist ein Klassiker. Ja, das ist ein American All-Time-Classic. Es muss gelesen werden und so. Ich würde mehr sagen, dass es muss gelesen werden in der Pubertät. Also, das ist meine These. Finde ich nicht. Also ich finde das gerade das Befreiende, dass man irgendwie, also dass man da zurückblickt oder dass man irgendwie was vermisst oder wenn man sich selbst in solchen bürgerlichen Strukturen befindet, von einer Ehe zum Beispiel, und dann liest man dieses Buch und dann schwelgt man auch ein bisschen mit in dieser Freiheitsgefühl oder diesem überhaupt einen anderen Lebensweg gewählt zu haben oder zu sagen, es gibt irgendwie noch ein ganz anderes Lebensgefühl da draußen, abgesehen von Und dann denkt man, dieser Gott sei Dank, Sicherheit. Hast du jetzt mit ja, Strohhalm und dann gerade denkt man, Gott getrunken? sei Dank habe ich die gute Entscheidung getroffen und ich habe geheiratet. Und ich bin nicht einer der Genau, Protagonisten in genau, diesem genau. Buch. Ja, Nee, also ich will oder? nicht, Man ist. natürlich das Buch, ich wollte nicht den Roman Ja. runterreden, aber ich finde, man muss auch ein bisschen kritisch sein. Also ich kann Ja. mich nicht für etwas ehrlich Ja, faszinieren. Also es okay. ist wirklich schön, wenn Das man ist was etwas anderes, geil ja. findet, aber manchmal muss man einfach ehrlich sein und sagen, okay, diese Teile oder
zum Beispiel diese Persönlichkeiten oder diese Darstellung von Menschen gefällt mir nicht, zum Beispiel. Ich finde, dass er, natürlich, es ist richtig, dass Bebop und Jazz und dieses Motiv von Musik, das er durch dieses Labern einfach nachahmt, das ist sehr geil. Also das finde ich schön, das finde ich auch teilweise gut gelungen. Aber generell ist das in diesem Zeitpunkt, ich sollte vielleicht sagen auch, dass ich 35 bin, also spricht mir dieser Roman nicht so viel an. Ich fühle mich wenigstens. Gut, du hast das natürlich eine andere Sichtweise. Das kann ich sehr natürlich verstehen. Aber ich denke, darum geht's ja auch irgendwie nicht. Also letztendlich sind ja auch die Leute, die das ihr ganzes, wir können ja quasi aus einer nüchternen Perspektive da drauf schauen, weil wir nicht drogenabhängig sind und weil wir nicht in diesem Lebensgefühl quasi gefangen sind. Die bauen sich ja auch ihr eigenes Gefängnis damit, ja. Aber es geht ja genau, also um diese Personen, die auch später in so ein, dieses, die Jugend zurückkommen und einmal eine geile Party hatten und immer wieder, jedes Wochenende wieder zurück wollen und zu diesem Moment, wo sie dieses Freiheitsgefühl hatten, unter Alkohol getrunken hatten und tanzen waren und dieses geile, mal richtig, richtig geil feiern zu gehen, dieses Feiergefühl, dass die ihr Leben lang immer wieder suchen, verzweifelt, weil sie sich daran, in die, ihre eigene Existenz dabei mehr spüren, mehr wahrnehmen. Darum geht es ja, finde ich. Also dieses, natürlich, die sind ja auch völlig drauf hängen geblieben. Ja, wenn man sich Kerouacs spätere Interviews mal anschaut, da gibt es eins, das kann ich nachher nochmal verlinken bei YouTube, wo er in so einem Fernsehinterview zusammen mit irgendeinem Soziologen spricht und dann noch mit einem Vertreter von der Hippie-Kultur, die dann später sich auch später entstanden ist, aber sich auch so ein bisschen auf die Beat Generation bezogen hat. Das ist ein ganz, ganz interessant eigentlich, weil es da inhaltlich auch die Leute sich dann so auf die Beat Generation Autoren bezogen haben. Aber Kerouac ist überhaupt nicht mehr in der Verfassung, einem Gespräch irgendwie zu folgen. Er bricht die ganze Zeit ab und sagt, oh, I'm sorry, I lost it oder so. Also er sagt immer wieder, dass er gerade jetzt gar nicht weiß, um was es geht, ob man die Frage noch mal kürzer formulieren könnte. Und zum einen hat er so eine, er hat total die pubertäre, rebellische Art zu sagen, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dieses Gespräch, aber auf der anderen Seite gleichzeitig gibt er auch immer wieder zu, ich check's auch gerade nicht, um was es geht. Also letztendlich, und er ist ja auch mit 50 gestorben dann daran, genau. Also ganz tragisch im Grunde genommen. Und ja, also letztendlich ist er hängen geblieben auf dem ganzen Zeug. Und ich denke, es geht, also natürlich hast du recht, das sind alles brutale männliche Egoisten, ja, die durchs Land reisen und ihre, also vor allem der Neil Cassady ist natürlich total der Arsch, der irgendwie drei Frauen sitzt oder vier Frauen mit seinen unehelichen Kindern sitzen lässt, ja. Genau. Total unsympathisch, aber ja. Aber gut, Kerouac, aus der Ich-Perspektive ja schreibe, wiederum beschreibt ja mehr so diese Abhängigkeit von diesem Charakter. Ja, ich finde das, was du richtig gut erklärt, zum Beispiel über dieses Feiern, über dieses Gefühl, die man immer wieder wiederholen will. Dass jeder von uns, ja das kennen wir alle, obwohl das wir doch alle nicht drogenabhängig sind. Ja. Und das, da hast du recht zum Beispiel, dem stimme ich total zu. Okay, sorry. Das sind so Momente, da hat man, das waren im Leben, hat man vielleicht nur 5 oder 6 oder perfekte Partys. Abende. Und diese Gefühle, wo man, genau, wo irgendwie alles zusammenpasst, wo alle harmonisch miteinander im Reinen sind und die Stimmung toll ist, der Alkohol perfekt, meinetwegen irgendwelche Drogen, aber nie so, dass irgendjemand ausrastet, sondern immer diese, alle schwelgen so in so einem Freiheitsgefühl und auf einmal hat man so ein, ja, es ist fast so eine existenzielle Erfahrung mit dem Jenseits, könnte man schon fast sagen. Also das ist ja auch ganz nah immer, auch jetzt in dem Buch, mit so einer Todessehnsucht verknüpft eigentlich, ja. Man will irgendwie das Leben spüren und so ganz tief, tief erfahren. Und das ist, glaube ich, auch so ein Merkmal von der Beat Generation, dass die immer so nach existenziellen oder wie sagt man, auch spirituellen Erfahrungen gesucht haben. Also das haben die natürlich gesucht in Drogen, aber auch haben sich auch für den Buddhismus zum Beispiel interessiert oder für religiöse Praktiken oder so. Alles, was sie in irgendeiner Form ja so das Leben erfahren lässt. Genau, ja? Genau. Also ich habe auch von Jack Kerouac, hast du dieses Zen und Hohe Berge von ihm gelesen? Es hat mehr natürlich dann mit Zen-Buddhismus zu tun, aber Gammler, Zen und Hohe Berge, und da, also das ist mehr oder weniger dasselbe Thema, das auch auf der Reise
was auf einer Reise passiert und wo auch sehr viel über Religion besprochen wird und über Tantra und verschiedene Richtungen von Buddhismus und so. Ja, das wollte ich nur kurz sagen. Das ist einfach Thema für nicht nur für Kerouac, sondern auch für Beat Generation. Also die haben auch nur, nicht nur mit Drogen, sondern auch ein bisschen mit religiösen Erlebnissen experimentiert. Ja, okay, cool. Nee, das kannte ich noch nicht. Muss ich mir mal reinziehen, ja? Ja, wollen wir noch ein bisschen mehr über Neil Cassady sprechen? Weil du hast schon gesagt, einfach, das Arschloch. Oder diese Figur, also das war Dean Moriarty. Das war sein guter Freund von ihm. Und er kommt tatsächlich auch in Gamla Zen und Hohe Berge, kommt auch dieser Charakter von diesem Arschloch-Archetyp, der mich einfach wahnsinnig macht. Das ist einfach so ein Egoist, der einfach macht, was er will, ohne irgendwelche über die Folgen auch für andere Menschen, ohne darüber nachzudenken, was für Folgen das auf andere Menschen hinterlässt. Und das ist einfach, das macht mich wahnsinnig. Obwohl ich weiß, dass das ein fiktionaler Charakter ist, kann mich mir nicht helfen. Es kann sein, dass Jack Kerouac tatsächlich so gut schreibt, dass du davon total überzeugt bist, dass dieser Typ einfach so vielleicht hat es dann auch sehr gut dargestellt. Ja, vor allem, weil Jack ja immer noch an seinen Freund glaubt und ihn verteidigt und immer wieder sagt, er ändert sich noch und oder auch so Andeutungen macht wie, später wird sich das noch herausstellen, er wird sich noch ändern, wie sich zeigen wird und so. Also er macht ja immer so kleine Sprünge nach vorne in der Erzählperspektive, um dann schon was ein bisschen vorwegzunehmen, was er danach erst erzählt. Und da sagt er dann immer, ja, es wird noch der Moment kommen, an dem sich Neil irgendwie ändert und so weiter, aber letztendlich wird er von ihm dann auf echt total... richtig gemein, dann während er krank ist, dann sitzen gelassen. Ganz zum Schluss, was dann noch so mit endet, dann auch so, der dass Film. Dieser Typ eigentlich schizophren war? Oder er hatte irgendwelche psychische Zustände, die sehr einfach zur Zeit oder zu seiner eigenen Persönlichkeit sehr gut passten, und er hat Briefe an Kerouac geschrieben und dadurch hatte Kerouac diese Idee für den Roman bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Na gut, also der Roman ist tatsächlich auf der, genau. Weil die sind durchs Land zusammengereist und daraufhin hat er wirklich diesen Roman geschrieben, genau. Also Neil Cassady war wirklich eine reale Person, den hat es wirklich gegeben und der muss wirklich ein ganz interessanter Charakter gewesen sein, weil die alle von dem, auch Allen Ginsberg, die standen irgendwie alle auf den und waren total von dem inspiriert und wollten ihm irgendwie gefallen in irgendeiner Art und Weise. Und der kommt also auch immer wieder in anderen Filmen oder darüber spielen oder in anderen Büchern irgendwie, gibt es immer einen Neil, der sich dann auf den bezieht. Und ich habe jetzt nochmal gelesen, dass der natürlich Kerouac ihn in diesem Buch total idealisiert hat, offen, also das, so einen Anti-Helden so geschrieben hat, den... in Wirklichkeit war er wohl nicht so, aber irgendwie ist er wohl dann später also sind Menschen, das war ja wirklich so ein totaler Hype, dieses Buch, dass Menschen wirklich diesen Neil Cassady überall aufgesucht haben, weil sie so viel über ihn gelesen haben, ihm dann hinterher sind und so und ihn verfolgt haben oder ihn kennenlernen wollten und Neil Cassady dann wirklich in so einer blöden Situation war, weil er dieses Buch kannte und wusste, wie er in diesem Buch quasi ist oder wie er dort beschrieben wurde. Und er ist dann immer mehr im Leben tatsächlich so wie dieser Neil Cassady geworden, den Jack Kerouac beschrieben hat. Wow. Also, du Arme. Sorry. Mimi ist erkältet. Kein Problem. Also er ist, genau, und das fand ich irgendwie ganz interessant. Da gibt es auch ein Buch dazu, das kann ich nochmal verlinken. Das ist jetzt gar nicht so alt, das heißt Jack. Und da geht es auch also um diesen Neil Cassady, wie der im wirklichen Leben dann letztendlich auch so stigmatisiert war von diesem Buch. Also der ist dann wirklich, glaube ich, so zu einem Arschloch geworden, wie er dort beschrieben ist. Und dann weiß man natürlich nie, dann verschmelzen reale und fiktive Figuren natürlich komplett. Ja, und Neil Cassady ist auch einer der Vorreiter von dieser heutigen, immer noch geltenden Männlichkeit und was männlich eigentlich bedeutet. Das ist dieses ein bisschen Macho-Kultur. Er hat auch ein bisschen dazu beigetragen.
Ja, ich bin Macho, ich verlasse Frauen, ich bin einfach unterwegs, ich bin, also all das ganze Konzept von ihm und diesen Freunden, die einfach sehr gut aussehen, sehr attraktiv sind, aber einfach dieser Egoismus grenzt sich an, ich weiß es nicht. Also ich finde Ich fand es lustig, dass du das noch so mit der Hautfarbe verknüpft hast, dass du sagtest, nein, das sind weiße, privilegierte Menschen, die da durch die USA reisen. Das fand ich irgendwie nochmal ehrlich interessant, dass gesagt, du nochmal so einen das ist Aspekt dazu total genannt hast. unfair, weil viele Menschen sagen immer, es kann nicht. Also Dostojewski kannst du nicht aus dem 19. Jahrhundert irgendwie mit in Verbindung mit Frauen oder Hautfarbe zu lesen, weil es ist einfach zu leicht. Das ist einfach zu leichte Repräsentation, weil meine Güte, das waren die 50er. Natürlich gab es immer noch Probleme, besonders im Süden. Aber er hat Jack Kerouac hat einfach alles aus männlicher Sicht geschrieben. Also es gibt kaum Frauen in dem Roman. Das ist die Tatsache, und das ist die Tatsache auch, dass er, wenn er dunkelhäutige Menschen erwähnt oder Latinos oder egal was, also er beschreibt das irgendwie aus seine eigene Sicht von einem weißen Mann, und er sagt, ja, also ich würde sehr gerne einfach Baumwolle pflücken, das ist so, die sind auch sehr selig, also die genießen einfach das Leben. Also er hat überhaupt total ihren ganzen Kampf sozusagen für Bürgerrechte überlesen oder überhaupt nicht ins Rücksicht genommen. Aber egal, das ist ein gutes. Gut, wobei ich, wenn es um Jazz geht, dann glaube ich, ist es Ja, ein und bisschen das ist ein anders. Also anderes Thema. da Ja, ist schon, also glaube um ich, mehr Jazz und so, Verständnis das da. kannst du uns Ja. ein bisschen mehr davon erzählen, weil du das. Ja, ganz kurz wollte ich noch dazu einfügen, was du beschrieben, wie du jetzt dieses Männlichkeits, das weiße Männlichkeitsstereotyp quasi beschrieben hast. Das hat man damals in den 50er Jahren, glaube ich, Hipster genannt. Also was man heute unter Hipster versteht, ist was ganz anderes, als was man in den Wow, 50er okay. Jahren darunter verstanden hat. Und das kommt hier auch immer wieder drin vor. Also auch in dem Buch geht es ab und zu mal um irgendwie Hipster, die beschrieben werden und so. Und das, wie du sie jetzt beschrieben hast, hat sehr gut dazu gepasst, genau. Also es ist was ganz anderes, als man jetzt heute darunter versteht. Ja, gerne, wir können zu Jazz übergehen, sehr gerne, weil das auch ganz eng mit dem Buch natürlich verbunden ist. So ohne den Jazz und vor allem die Richtung des Bebop kann man im Grunde auch im Jack Kerouac nicht verstehen, würde ich jetzt mal sogar behaupten. Und das ist auch der einzige Moment, würde ich vielleicht sagen, wo er so ein bisschen auch die afroamerikanische Kultur halt dann mit reinbringt oder wo er überhaupt solche Unterschiede macht. Also er beschreibt Jazzmusiker, nennt ganz viele Jazzmusiker beim Namen. Sie sind immer wieder im Auto und hören Jazz. Sie sind auf irgendwelchen Jazz- oder so Bebop-Partys, wie man die da nennt. Und ja, man merkt es im Grunde im Schreibstil auch. Man könnte nebenher wirklich so ein Beat laufen lassen im Grunde. Das kann ich auch nochmal verlinken. Bei YouTube gibt es nämlich auch ganz tolle Bebop-Musik, wo Kerouac im Hintergrund dann so Gedichte spricht. Er ist auch teilweise in solchen Talkshows aufgetreten, wo dann ein bekannter Talkshow-Moderator dann Jazz-Klavier gespielt hat und er sitzt dann am Klavier und liest dann dazu parallel Gedichte oder aus seinem Buch auch vor und man merkt es einfach total am Schreibfluss, dass er im Grunde diesen ständigen Beat im Kopf hatte. Also Genau, vielleicht das ganz wäre kurz super, was weil zu ich glaube, Bebop. es nicht jeder kennt das eigentlich. Wie würdest du das, ja, diesen Begriff gehört? Genau, also ganz am Anfang, glaube ich, des Jazz ungefähr gab es eher den Swing. Das war viel melodischer. Dazu konnte man toll tanzen, vor allem im Paartanz. Oder es gab immer welche also Solisten oder auch mehr Sänger dabei, die richtige schöne Melodien oder auch Refrains gesungen hat, die man dann nachsingen konnte. Und im Bebop wird alles ganz im Grunde mechanisch. Also das Schlagzeug ist ganz stark im Vordergrund und das Saxophon. Und es sind ständige Improvisationen. Also man kann irgendwann, du hast kein Ende und Anfang und Ende des Songs, sondern es geht im Grunde ständig ununterbrochen weiter im Beat. Und
Es findet kein Ende, man hat eben keine Melodien. Man muss sich das anhören, das gibt es bei YouTube ganz viel. Das ist also viel mehr dieses, ja, mechanische, ich habe es schon gesagt. Also man hört hier so richtig so ein bisschen die, ja, könnte fast sagen, die Industrialisierung durch. Also es sind Maschinen im Hintergrund, die Zeit, die ständig tickt. Es ist keine Streichinstrumente, sondern ja, pures Geräusch eigentlich, purer Lärm, würden die anderen sagen. Ja. Ja, und davon ist das ganz stark, ist er, sein Schreiben ganz stark beeinflusst, weil er auch so in diesem Fluss schreibt und auch seine Thematiken, die er hat. Es ist immer wieder, sie fahren viermal auf irgendeine Reise irgendwo hin. Es sind diese Motive, die sich immer wiederholen und im Grunde kein roter Faden, der eine Geschichte so wie im klassischen Sinne aufbaut, ja, sondern so würde Vielleicht, ich das beschreiben. Und nee, das ich wollte Wort, nur fragen, ja, vielleicht sag. hättest du später für uns ein Zitat vielleicht, die sich darauf bezieht oder also nur zu Bebop. Zu Bebop, Obwohl es natürlich so viele Referenzen im Buch müsste ich nochmal dafür gibt. raussuchen, Also ja? es ist für mich Ja, genau. eine lange Ja. Google-Suche, muss ich auch sagen, weil ich kenne mich nicht so gut mit Jazz aus. Ja. Aber er ist ein sehr guter Kenner davon. Vielleicht schneiden wir das jetzt auch. Ich gucke mal, ob das jetzt überhaupt passt, das Dings. Also, Neil hüpfte mit dem Sandwich in der Hand gebückt vor dem großen Grammophon herum zu einer wilden Bob-Platte namens The Hunt, die ich mir gerade gekauft hatte und auf der Dexter Gordon und Wardell Gray frenetisch drauf losbliesen. Und das Gekreisch der Zuhörer verlieh der Platte einen fantastisch rasenden Sound. Ja. Und so weiter. Also es sind ständig irgendwelche Verweise darauf erzählt. Es ist im Grunde auch so ein Buch der Jazzgeschichte. Also er erzählt unglaublich viele Jazzmusiker auch auf. Er kennt sich total gut aus mit denen. Also wer Charlie Parker war oder Louis Armstrong oder also ja, er nennt die dann auch Eine alle. Frage nur dazu, würdest du auch, also mir scheint es, dass er ständig mit allen diesen Stream of Consciousness, Gedankenströme, wie sagt man Stream of Consciousness auf Deutsch? Auch, Wir okay. sagen Stream of Ja, Consciousness. mit dem. Das lässt sich nicht, ja, das lässt sich nicht. Ich hab, ja. Das haben wir letzte Woche auch mal kurz angesprochen bei Bolaño, Stream of aber nur so am Consciousness Rande, ja. er schreibt im Stream of Consciousness. Und dann merkt Ja. man, dass er irgendwie damit auch improvisiert, wie bei Jazz. Also diese Improvisation ist sehr wichtig Ja, absolut, ja. als Ja. Stilmittel irgendwo, Ja. dass man diese endlose Ja. Sätze einfach schreibt, die nie aufhören und dass das Ja. über mehrere Passagen Ja. oder über mehrere Abschnitte, Ausschnitte, egal, läuft Ja. einfach. Und das fand ich cool. Ja, übrigens, ich nenne das, ich mache das, ich schreibe ja auch gerne so und nenne das dann auf meinem Blog dann Throw-up-Poetry, dass es so rausgekotzt ist, so wie in so ein ganz schnelles Graffiti, was man gemalt hat. Und auf der einen Seite ist es vielleicht ein Stil, auf der anderen Seite sind es auch, das ist auch so ein, also Menschen, die vielleicht es auch nicht anders können. Ja, also man schreibt im Grunde ohne Striche und Phasen, kotzt alles aus sich heraus. Ohne Strich und Faden, meine ich, und ohne Punkt und Komma, buchstäblich. Also es ist, man findet kein Ende an den Sätzen und es fehlt dann auch manchmal also der rote Faden. Und das merkt man auch, oder die Struktur einfach, ja. Und bei Kerouac ist es natürlich jetzt ihm gelungen in dem Buch. Es ist wahnsinnig gut geschrieben, weil es diesen Flow hat, weil es diesen Jazz-Beat drunter hat. Aber man fragt sich dann auch so, wenn man halt jetzt die Interviews von ihm dann später hört, wo er wirklich total das Drogenopfer eigentlich ist, ob er überhaupt diese andere Struktur wie andere geschrieben hätten, ob er das überhaupt gekonnt hätte. Ja, das ist immer so die andere Seite. Also, er war kein, Ja, ja. ja. Weißt du, was ich meine? Soweit ich aus dem zweiten, diesem zweiten Roman, obwohl er das deutlich später geschrieben hat, Gamla Sen und Hohe Berge, geht es auch darum, um dieses Stream of Consciousness und er schreibt auch sehr lange Sätze und es ist sehr, sehr ähnlich an unterwegs. Ich bin nicht sicher, ich weiß nicht, ob er eine andere Lösung für seinen Schreibstil gefunden hat in der Zwischenzeit. Also ich weiß nicht, ob du Ja, etwas ja. anderes von ihm gelesen hast, aber
Okay. Nee, Hast du, habe ich auch nicht. on the road, also was sollten wir dann auch noch über Beat Generation sagen? Weil wir haben, du hast es früher angesprochen, dass das auch ein bisschen mit diesem Begriff von Intellektuellen angrenzt. Yeah. Was sind eigentlich Intellektuelle und Pseudo-Intellektuelle und sind die Herrschaften das oder nicht und so weiter? Das wollten wir auch ein bisschen. Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Vielleicht muss man noch ganz kurz sagen, dass überhaupt das so eine Strömung nach dem Zweiten Weltkrieg war. Mhm. Das ist vielleicht, um das historisch noch irgendwie einordnen zu können, ausgehend von den USA und während dort so die Kriegsveteranen alle zurückkamen, die Eltern quasi dieser Beatniks, nennt man die ja, alle aus dem Krieg zurückkamen und alle posttraumatische Erlebnisse, Erfahrungen, Leiden und so weiter hatten, waren die Kinder von denen, die jetzt nicht im Krieg waren, haben natürlich darunter gelitten, wie zu Hause die Stimmung war oder wie das der Vater vielleicht dann auch zurückkam und sich total verändert hat und gewalttätig wurde oder was auch immer, ja. Und ich glaube, dass die wiederum, also zwar nicht den Krieg so selbst mitbekommen haben, aber unter den Folgen gelitten haben und die halt eben nicht dann wie vielleicht eine etwas ältere Generation, die dann sofort auf Sicherheit und Familie gründen und wir bloß nie wieder einen Krieg erleben und ganz schnell in bürgerliche Strukturen zurückkommen, eine Familie gründen, glücklich sein und so weiter. Die wiederum, die Beatniks wiederum gesagt haben, nein, wir suchen was ganz anderes. Ja, und das ist auch bei Neil Cassidy nochmal zu ihm. Letztendlich ist er auch ein ganz tragischer Charakter. Also natürlich ist er ein Arschloch, aber er ist das ganze Buch über auf der Suche nach seinem Vater, der irgendwo wahrscheinlich obdachlos auf der Straße liegt und Alkoholiker ist und so weiter. Ja? Also letztendlich ist es, kommen die alle aus sehr sozial zerrütteten Verhältnissen. Ja, da hast du recht. Das ist irgendwie, dass diese Geschichte sich wiederholt, sozusagen, dass er von seinem Vater auch verlassen wurde. Und er ist jetzt wieder vierfach oder viermal Vater, der auch seine Kinder verlassen hat. Ja. Und vielleicht hat er das Gefühl, er kann erst Vater sein, wenn er seinen eigenen Vater wiedergefunden hat. Also irgendwo schreibt Kerouac das dann auch, dass er so sagt, sein eigener Vater war tot, ist gestorben. Neil suchte sein Leben lang nach einem Vater. Und so haben die irgendwie alle einen Vaterkomplex. Ja, zu Beat Generation. Ich wollte nur sagen, dass ich behaupten würde, dass man auch über Sex und Drogen und nicht Rock'n'Roll, aber Jazz auch gute Romane schreiben kann. Also das kann total ein kanonisiertes Thema sein. Ich würde nicht behaupten, dass das nicht zur Literatur gehört oder irgendwie, dass das pseudo-intellektuell ist. Aber ich finde einfach teilweise die Form ein bisschen anstrengend zu lesen. Also, und das, ich habe ein bisschen Problem damit, dass das einfach, wie gesagt, einfach Männer sind, die aus dieser Sicht einfach schreiben und das sehen. Aber ich bin auch davon sicher, dass natürlich nicht nur Popliteratur, aber die ganze Hippie-Bewegung vielleicht total anders ohne unterwegs aussehen würde. Und das ist. Ja, du meinst nochmal zu dem Begriff, was bedeutet es überhaupt, intellektuell zu sein? Es ist wieder Neil Cassidy in dem Buch, der sagt, er möchte ein Intellektueller werden, er möchte ein Intellektueller sein und deswegen kommt er ursprünglich überhaupt auf Jack Kerouac zu und sagt ihm, hey, du bist doch Schriftsteller, bring mir das mal bei, ich will auch Schriftsteller werden oder irgendwas in die Richtung machen, weil ich möchte intellektueller sein. Und das ist irgendwie so eine ganz lustige Vorstellung von intellektuell sein und da ist dann so die Frage, was bedeutet es überhaupt, intellektuell zu sein? Oder was ist ein Schriftsteller gleichzeitig auch intellektuell? Ja. Ich finde, dass Kerouac, dass seine Figur schon irgendwie, was bedeutet eigentlich intellektuell? Ist er schon intellektuell, wenn er schon diese Frage stellt? Oder ja, auf jeden Fall. Mhm. Also es bedeutet ja in irgendeiner Form eine Auseinandersetzung mit geistigen Themen, ja. Schau mal, du bist also im Grunde, du denkst, du bist ein Denker im Grunde,
Ja, du reflektierst Dinge, du interessierst dich für Kultur, für Literatur und Also es befasst hat dich gern nichts damit. mit Ja. Akademie zu tun. Also quasi nicht mit einem akademischen Grad, nur weil du jetzt einen Master in irgendwas gemacht hast, heißt es noch Ja. nicht, dass du intellektuell bist, meinst du? Okay, also dann auch nicht nur, weil du ein Buch publiziert hast, bist du auch nicht gleich Ja. intellektuell. Also es ist schon schwierig, das Wort, ja. Also, und ich denke, da, das kann man auch gar nicht so richtig klären, weil hier, und was auch nochmal, um den Jazz nochmal mit reinzubringen, was sich hier im Grunde in diesem Buch oder auch durch die Strömung passiert, ist, dass wir sowas wie vielleicht eine Elitekultur und eine Massenkultur oder Hochkultur und Massenkultur, die irgendwie so aufeinander zutriften. Also das haben wir in Deutschland, haben wir so den Unterschied von E- und U-Musik, von ernster Musik und Unterhaltungsmusik. Und da kann man Jazz beispielsweise gar nicht mit reinfassen, weil in USA beispielsweise hat man so diesen Unterschied gar nicht. Also die kennen diese Unterscheidung gar nicht so sehr. Ja, die ernste Musik, unter die wir verstehen, das ist sowas wie Mozart, also klassische Musik, durch alle Strömungen, Barockmusik, Romantik, Klassik und so weiter, diese ganzen oder auch neue Musik, ja, das ist alles E-Musik, die wir in Deutschland abgrenzen von U-Musik. Und zu U-Musik gehört dann Popmusik zum Beispiel. Man sagt aber jetzt Jazz beispielsweise, sagt man eher, das ist so das Pendant zur europäischen Kunstmusik eher. Ja, also das ist viel schwieriger, diese Kannst du Trennung bitte in den USA Pendant durchzuführen. definieren? Dabei geht die Trennung, würde ich sagen, Pendant. Das ist ein Okay, französisches Wort, ein okay. Gegenstück quasi. Ja, sorry. Und ja, und da in den USA geht das dann vielleicht, würde ich jetzt vielleicht sagen, dieses eher dann auch von der literarischen Strömung aus, dass man eher sowas wie eine, ja, Popliteratur quasi hat und eine, vielleicht eine Hochkultur, ja. Also das wird ganz schön deutlich auch in dem Film Kill Your Darlings. Das ist von 2013 ein Film mit übrigens Harry Potter mit Daniel Radcliffe. Wow. Also, wer Daniel, da kommen wir noch mal drauf zu sprechen. Wer Harry Potter beim Analsex sehen möchte, muss diesen Film schauen. Nein, sorry, das ist echt total gemein. Aber er spielt wirklich gut da. Also ich, es sollte nicht so gemein sein, sorry. Aber Hey, das ist eine in dem Stärke. Es Film ist wird das nochmal ganz deutlich, weil das. ein großes, eine große Sache, einfach Harry Potter-Figur das ganze Leben zu sein. Das hat er gut überlebt, würde ich mal sagen, auch. Okay, Ja, das sorry. stimmt. Ja. Ist halt immer tragisch, weil das immer so an ihm haften bleibt. Ja, man kann ihn dann schlecht in der andere. Der spielt in dem Film dann Allen Ginsberg und man hat immer noch so ein bisschen im Kopf. Avada Aber übrigens interessant, dass die alle nach auch. Wo war Kirsten Stewart? War doch dann in Kedavra. Twilight vorher, ne? Dass die alle, um so ein bisschen diesem Image von der Bella oder Harry Potter wegzukommen, dann alle irgend so eine Verfilmung, Ja, das Literaturverfilmung stimmt, von der das Beach stimmt. Generation machen. Interessant. Ja. Naja, worauf wollte ich hinaus? Genau, das ist in dem Film geht es um einen, die haben ja alle zusammen studiert, der Burroughs, Kerouac und Ginsberg. Und der Film Kill Your Darlings erzählt wirklich eine wahre Geschichte, wie sie mit Neil Cassady in irgendwelche Schwierigkeiten gekommen sind auf irgendeinem Trip mal wieder. Und da wird dann über das Buch von Allen Ginsberg, über was wir auch noch sprechen werden, besprochen, ein Gerichtsverfahren geführt, weil es heißt, das wäre ja ordinär, das wäre pervers, das Buch, das wäre keine Literatur, es müsste verboten werden und tatsächlich dann die Gefahr besteht, dass es zensiert wird, ja, dass es nicht gedruckt wird. Und ich glaube, der Verleger von diesem Buch wird dann vor Gericht halt befragt und dann werden ganz viele halt tolle Professoren irgendwie vor Gericht dann als Zeugen müssen dann aussagen, ob das Buch jetzt wirklich literarischen Anspruch hat oder nicht. Und also es ist da eine ganz klare Diskussion davon, ist es Hochliteratur, ist es Literatur überhaupt oder gehört es verboten, ist es pornografisches, perverses Ja, das Zeug? ist. So, ja. Und da tut sich ein Konflikt auf zwischen letztendlich dem E und U, was wir hier bei uns haben, oder zwischen Hochkultur und, ich weiß nicht, wie man es dann nennen soll, Oder Popkultur ja, oder und das ist auch mit Literatur, weil Massekultur es gibt oder. so viele Strömungen und so viele
Also ein Ende und das andere. Und das ist wirklich dieses Trash-Literatur. Und wie kann man dann neue Sachen irgendwie anordnen? Und was soll dann am Ende als Literatur sein und einfach als Lektüre gelesen werden oder nicht? Aber ja, vielleicht sollten wir auch ein bisschen diesen Kontext, das können wir nicht genug betonen, dass das die 50er waren und dass dieser Puritanismus in Amerika ganz groß war und ist immer so, dieses Middle West, wo einfach jeder religiös ist und puritanistisch oder wie sagt man. Also auf jeden Fall sind diese religiöse Praktiken und also nicht mit, ich weiß nicht, also diese Themen von Masturbation oder Homosexualität und Drogen, diese Drogenszene, ich glaube, dass zum ersten Mal auf einem sehr hohen Niveau man damit, wie sagt man dann, to face something an, egal. Also du weißt, was ich meine. Ja. Ja, um das abzuschließen, also diese Diskussion, was ist jetzt Hochkultur, was ist Popkultur, was diese Zweiteilung überhaupt zu machen, die Diskussion darüber, die ist genauso alt wie die Literatur selbst. Also es gab immer schon diese Diskussionen dazu. Und so ist es auch bezogen auf die E- und U-Musik in Deutschland. Die Zweiteilung davon ist genauso alt wie die Musik an sich. Also insofern werden wir das heute nicht klären können, was das ist, aber was ganz, finde ich, ganz zentral ist, das sind diese intellektuellen Themen mit dem vielleicht transzendenten Themen zu sagen, existenziellen Erfahrungen, Todessehnsucht, sich selbst zu zerstören, im Drogenrausch sich selbst erfahren, gleichzeitig die Auseinandersetzung mit Jazz und die Verbindung dazu. Sie kennen sich ja auch aus mit Literatur, ne? Also sie lesen auch und nennen immer wieder, klappt mit Walt Whitman. Und generell, sie kennen sich so gut mit Literatur, mit amerikanischer Literatur aus, dass für mich manchmal diese Referenzen gar nichts bedeuten, muss ich auch sagen. Also das sollte man dann auch wirklich, es gibt teilweise richtig so Name-Dropping. Ja, Truman Capote, glaube ich, treffen sie irgendwann zufällig oder sehen ihn. Und es ist immer auch dieses, was sich auch wiederholt, ist dieses Redeart oder wie man damals gesprochen hat und sich, wie diese Gesellschaften entstanden haben. Diese Spontanität, die es heute einfach nicht so viel gibt. Das ist auch ein Leitmotiv, dass man einfach in einer Drogenszene einfach sitzen konnte und über Poesie reden könnte. Ich würde sagen, heute im 21. Jahrhundert geht das einfach nicht. Das würde nicht funktionieren. Aber damals war dieser öffentliche Raum ganz, ganz anders als heute. Findest du das auch? Wenn man es liest, dass sie so viel geändert hat. Ja. Weiß ich nicht, muss man nochmal drüber nachdenken. Es kommt immer drauf an, in welchen Kreisen man ist. Ich denke überhaupt, das Drogenthema ist halt, ich glaube, das war damals eine riesige Faszination. Man kann es heute nicht mehr so, selbst Walter Benjamin hat ein Buch über Haschisch geschrieben. Also, oder jetzt auch, wenn wir bald über Simone de Beauvoir sprechen und Sartre zu irgendeinem Psychoanalytik, erstens kam die Psychoanalyse ja ganz groß überhaupt erst auf in dieser Zeit. Und dann war sowieso überhaupt die Auseinandersetzung oder die Psyche wurde erst so richtig entdeckt, so wow, da kann man irgendwelche Forschungen zu anstellen und dann die Verbindung zu sagen, so wir experimentieren jetzt mit Drogen und schauen, was das jetzt mit uns im Kopf macht. Also Sartre hat auch irgendwelche komischen Experimente gemacht, wo er danach irgendwie immer noch so Angstzustände wegen hatte, ja. Also da reden wir dann nochmal in der anderen Folge drüber. Aber dieses Experimentieren mit Drogen hatte einen ganz anderen Stellenwert. Also ganz viele Drogen waren zum Beispiel auch noch gar nicht verboten, so wie das heute ist. Und es hat ja auch den riesigen übrigens Einfluss auf Musiker wie dann Bob Dylan zum Beispiel oder Lou Reed. Das ist auch eine ganz andere Zeit. Während, Bob Dylan, der war, glaube ich, sogar auf der Beerdigung dann von Kerouac. Der hat auch in dem Song, how does it feel? How does it feel? Und das ist auch inspiriert von On the Road übrigens.
Naja, und Lou Reed war auch so ein, der kommt so ein. Ach, da können wir auch mal eine Folge zu machen. Es gibt so viel, wozu wir mal eine Folge machen könnten. Also zum Progressive Rock, das war so eine, während Bob Dylan mehr so Folkmusik gemacht hat, hat Lou Reed, war von einer anderen Strömung mehr von dem Progressive Rock zuzuordnen, die sich aber auch begeistert waren von den Beatniks und mit Drogen experimentiert haben ohne Ende. Das war dann mehr schon so 60er Jahre, 60er. Und die Hippies ja danach sowieso, ja, also dieses die LSD. Man könnte auch sagen, das ist doch heutige Folge ist dann ein kleiner Einstieg in ein großes Thema und das ist Popliteratur. Und damit einfach fangen wir an und mal sehen, also wie viel Folgen wir daraus machen. Also On the Road ist ein guter Anfang. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber nochmal zu deiner These. Also du hast durchaus recht, das ist natürlich dann heute, sitzt man nicht mehr zusammen und überhaupt nimmt gemeinschaftlich Drogen, um in irgendwelchen tollen, und redet dann dabei über Poesie. Gibt es bestimmt sehr, sehr wenige Kreise, die das so praktizieren. Über Zen-Buddhismus oder über was? Sorry? Verschiedenen Strömungen in Buddhismus oder solchen Themen. Ich bin mir nicht sicher, dass das heute so gut funktionieren würde. Und die Frage ist auch die Frage der Rezeption. Ich bin mir nicht sicher, wie heute dieses Buch einfach akzeptiert wird und wie es gelesen wird von jungen Menschen. Okay, wenn es jetzt neu wäre. Mhm. Naja, also da muss ich dann irgendwann nochmal Benjamin Stuckrad von Stuckrad Barre vorstellen mit dem Buch Panikherz, mein absolutes Lieblingswerk der Popliteratur. Und das geht schon eigentlich viel krasser um Drogen. Also ich finde bei On the Road, im Film sieht man das ja ständig, dass die Drogen nehmen, aber im Buch selbst, also kaum. Es wird ab und zu mal erzählt, dass sich einer einen Schuss setzt, aber auch nie Kerouac selbst oder Neil Cassady auch nicht, sondern sie trinken Alkohol und kiffen ab und zu mal. Aber sonst so richtig ist das gar nicht so Thema, finde ich. Es ist mehr dieses, man hört immer nur, dass Neil Cassady ständig schwitzt, ja. Also da geht man halt mal davon aus, dass er seine ganzen Drogen ausschwitzt, dass die halt brutal viel Alkohol trinken. Aber so mehr. Wer ist eigentlich, das wollte ich dich nochmal fragen, der Burroughs, der wird bei mir in der deutschen Übersetzung immer Bill genannt. Bill Burroughs. Ich habe das mal gegoogelt und habe nichts dazu gefunden. Also, Ist damit William S. Burroughs genannt? Ist es dann? Also in meiner Übersetzung, das ist auch serbokroatisch, klang sein Name anders natürlich. Also wurde der Name von diesem Tier, so Old Bull, wurde einfach übersetzt. Ah, okay, das ist ja wieder scheiße für die deutsche Übersetzung. Okay, das ist so wie, das ist wieder wie Jon Snow, der dann bei uns Schnee genannt wird, ja. Okay. Oh. Nee, Hermine ist schön. Ich finde Hermine süß. Das ist ja wirklich aber auch, verändert wird. Wie war sein Name? Hermione. Lautet sein Name? Bei uns wird in der deutschen Übersetzung Bill Burroughs. Ja, genau. Okay. Aber dann macht das Sinn, was du gesagt hast. Was wollte ich nur noch sagen? Ja, also wer ist dein Lieblingsbeatnik? Ja, hast du einen Lieblingsautor? Meiner? Okay. Ja, natürlich Kerouac, wenn der an meinem Geburtstag Geburtstag hat. Nee, also ich glaube, Allen Ginsberg ist schon irgendwie der. Also ich finde, Burroughs, über den sprechen wir auch noch, der ist einfach völligster Psychopath. Der hat irgendwie seine Frau erschossen aus Versehen. Das spoilern wir jetzt noch nicht, warum, weil das ist auch absolut abgedreht. Den finde ich so unsympathisch von allen. Und Ginsberg hat halt immer den Kerouac auch ziemlich, ich glaube, Ginsberg war homosexuell und hat sich total verliebt in Kerouac und hat eigentlich nur wegen ihm angefangen, Gedichte überhaupt zu schreiben. Und ich finde den am sympathischsten. Aber, weißt du, Kerouac hat es irgendwie durchgezogen, das Lebensgefühl. Der ist halt früh gestorben, ja. Also, nein, das ist natürlich jetzt auch. Aber der hat... Ja, also mir ist ein bisschen William S. Burroughs, also nicht wegen seiner Taten, aber vielleicht hat er eine andere Stimme als Kerouac gefunden, obwohl natürlich der Naked Lunch ist nicht so bekannt wie Unterwegs, aber er ist sein bekanntester Roman, finde ich, dass er das gut gemacht hat. Und ich habe einfach immer mit Homosexuellen so viel Mitgefühl einfach.
ich kann es nicht helfen. Also wenn ich weiß, und er hatte auch eine Frau, hat er in Kroatien geheiratet, haben die beiden in Kroatien geheiratet. Der hat auch ein bisschen Bezug mit dem Balkan und es kann sein, dass ich deswegen ihn ein bisschen bevorzuge zu Kerouac. Also ich finde, dass Kerouac zu viel Ruhm Also ich finde geerntet hat, ohne irgendwie, also es war natürlich kein Zufall, dass On the Road so bekannt wurde. Er hat tatsächlich, der Roman, sehr viele Stärken auch, aber mir ist einfach William S. Burroughs einfach sympathischer, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde ihn furchtbar. Gerade die öffentliche Person, wie der im Internet, also wie der zum Beispiel jetzt auch bei YouTube noch gesehen wird, ist sehr, sehr alt geworden und hat immer, also ich glaube, der konnte, würde ich mal sagen, am intelligentesten mit seinen Drogenexzessen umgehen. Der hat regelmäßig einen Entzug gemacht und hat immer wieder geschafft, clean zu werden und hat dann doch wieder Drogen genommen. Und er ist dann richtig, der ist wirklich so ein Intellektueller, finde ich, geworden. Wie der dann auftritt, also mit Anzug und ganz schick wie so ein alter Herr eigentlich, so fast ein bisschen wie Thomas Mann später, finde ich. Ich fand das so unsympathisch irgendwie, wie er dann so, ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen. Ich finde, er ist irgendwie Kannst du so mir brutal diese arrogant Thomas wirkt, der immer in Internet. Mann-Referenz Aber das, erklären, weil ich weiß nicht, was du damit meinst. also, ja, okay, also Thomas Mann war auch ein Arschloch. Das ist einer meiner Lieblingsautoren Doch. aus Deutschland. Wirklich? Nee, die Hälfte, ja, die Hälfte von seinen Kindern hat Selbstmord begangen. Der war total der strenge Vater. Hat in seinen Tagebüchern, ich glaube, alle werden mich jetzt dafür hassen und niemand wird jetzt uns weiterhören, wenn ich das jetzt sage, aber in seinen Tagebüchern beschrieben, wie er seinem Sohn, seinem, weiß ich nicht, sechsjährigen Sohn oder sowas gerne dabei zugeguckt hat, wie er sich umgezogen hat. Und ihn, also so pädophile Themen, die ja auch drin sind in, Der Tod in Venedig. wie heißt es, Tod in Venedig, genau, mit Tajo, ja. den Tazio oder wie heißt der, die da auch schon mit drin sind. Der ist natürlich nie, hat nie einen sexuellen Missbrauch natürlich gemacht, aber er war schon, also so ein bisschen pädophile Themen, die auch in seinen Tagebüchern drin vorkommt, weshalb er als total Angst hatte, dass die Nazis seine Tagebücher finden, weil auch Homosexualität immer wieder behandelt wurde und hey, der Sohn Goloman zum Beispiel, der hat auch sein Leben lang unter seinem Vater gelitten und also alles so unsympathisch. Und letztendlich, glaube ich, haben seine Kinder ihn so überredet, dazu Stellung zu beziehen und aus Deutschland zu emigrieren und hat dann in den USA dann halt so ein bisschen so die moralischen, ja, wie soll ich sagen, Intellektuellen halt gespielt, der sich dann halt gegen die Nazis ausgesprochen hat, von den USA aus, wo er dann sicher war. Aber vorher nicht so richtig. Ja, gut, ich bin jetzt kein Thomas Mann-Kenner, also da sollte man vielleicht lieber sich was von Reich Ranicki reinziehen, der Wow, über okay. Golo Mann zum Beispiel spricht. Ja, und überhaupt so vom Schreiben her war der jetzt auch so ein strikter, der hat von morgens von 10 bis weiß ich, oder von 9 bis 13 Uhr durfte man den Vater nicht stören, weil der dann geschrieben hat. Also der hat jeden Tag feste Zeiten gehabt, wann er geschrieben hat. Ja. Und Kerouac ist halt so das Gegenteil, der hat halt so. Boah, 3 Tage am Wow. Stück einfach dieses Buch durchgeschrieben, ja, ohne irgendwas zu Angeblich essen, ohne. müssen wir sagen. Wir Ja, das wissen ist das einfach so ein nicht. ganz. Also, Ja. ja, stimmt. Ja, Gut. okay, ja. Ja, aber man merkt es ja im Schreibstil. Also Thomas Mann halt und auch so ein ganz korrekt. Natürlich ist es literarisch anspruchsvoll und toll geschrieben, aber es ist, ich finde, immer so ein Schreibstil, der so überkorrekt ist irgendwie, ja. Während es halt im Stream of Consciousness Ja, halt also einfach auch manchmal ist mal diese hingekotzt Spontanität ist. natürlich auch gut, aber bei Nobelpreisträgern sind normalerweise die Menschen, die einfach sehr gut schreiben geübt haben, ihr ganzes Leben und sehr viel Disziplin hatten. Also man bekommt auch keinen Nobelpreis einfach, weil man ja einen guten Satz schreiben kann. Genau, 3 Tage besoffen aber durchgeschrieben okay, hast. also das Okay. Problem mit dem Ja, da Mann-Familie, hast du dass es recht. so viele von ihnen gibt und dass so viele geschrieben haben. Also es ist nicht nur Thomas Mann irgendwie, sondern man muss Ja. den ganzen Kontext betrachten und das ist dann auch problematisch wahrscheinlich. Aber ich bin auch ein bisschen Fan von seinem Werk, muss ich auch sagen. Ich habe nicht alles gelesen oder so, oder ich bin auch nicht super hochintellektuell oder was, aber ich finde die Art und Weise, wie er geschrieben hat, ziemlich gut. Und ich habe zum Beispiel Buddenbrooks waren sehr interessant für mich. Also diesen Fall, der Fall von einer Ja, Familie ja. und
Ich finde, dass er das ziemlich gut gemacht hat. Auf jeden Fall, weil was er... Ja, klar. Goethe war auch ein Arschloch und hat gut geschrieben. Wir können über Tagebücher von bekannten Menschen reden. Also da gibt es auch sehr viel interessante Zeug, was sie da gemacht haben. Und also nicht nur ihr Werk, was veröffentlicht wurde, sondern Sachen, das einfach nach ihrem Tod dann sich herausgestellt haben. Das ist immer auch interessant. Cool. Okay, ja, super. Eine gute Idee. Ja, ich glaube, für heute haben wir ganz Gutes geleistet, oder? Ich finde das gut. Weißt du was, ich habe dir noch was mitgebracht für den Schluss, vielleicht, wenn du Bock drauf hast. Und zwar habe ich ganz zufällig bei Jimmy Fallon einen Auftritt gesehen, und zwar von einem, ich weiß gar nicht mehr, wie die genannt werden, sowas, was hier vielleicht so ein Poetry Slammer wäre, ja? Also kein Stand-Up-Comedian, sondern ein, ich glaube, ein Spoken Artist oder so, Spoken Word oder so heißt das, muss nochmal nachgucken. Und der heißt Rudy Francisco. Und dann, das hat mir so gut gefallen irgendwie, der ist bei Jimmy Fallon aufgetreten und dann habe ich ihn mal gegoogelt, der hat eine coole Homepage und ganz viele Videos und spricht im Grunde öffentlich Gedichte, ja, also wie beim Poetry Slam. Und dann habe ich mir das Buch von dem gekauft, das heißt Helium. Schön. Und da sind ein paar ganz gute Sachen drin. Und da sind auch ein paar Sachen, fand ich, die jetzt hau uns mal was zu dem heute... Ja! Ja? Ja. Da hau ich mal raus, ja? Okay, aber mein Englisch ist nicht so gut wie deins. Aber da müssen jetzt halt alle durch. Sorry. Okay. Also das Gedicht heißt Horizon. I hope I haven't already driven past my greatest moments. I hope... There's something beautiful on the horizon that's just as impatient as I am. Something so eager it wants to meet me halfway. A moment that is delightedly staring at its watch, trembling with nervousness, frustrated and bursting at the seams, wondering what's taking me so long to arrive. Wow. Mhm. Irgendwie ganz schön, oder? Also im Grunde auch dieses, ist es auch so eine Thematik des Unterwegsseins und man hat Angst, dass man eigentlich schon überall war. Man hat eigentlich Angst, dass alle tollen Momente des Lebens eigentlich schon vorbei sind. Und man hofft ganz, dass irgendwas am schönen Horizont auf uns wartet, das aber genauso ungeduldig ist, wie ich es bin, der ich warte. Ja? Also es ist irgendwas, was so tief geht und was mich auf der Hälfte, aber mich meets me halfway, aber etwas, was mir entgegenkommt. Und wahrscheinlich ist es eigentlich nur ein Moment, ein kurzer Moment. Man schaut auf die Uhr und man wird nervös, man ist irgendwie ein bisschen frustriert und gleichzeitig hat man diesen Erwartungsmoment in sich. Und dann hält man inne und wundert sich eigentlich, weshalb brauche ich eigentlich so lange, um anzukommen. Also immer dieser Moment des Ankommens, den man eigentlich immer sucht, wenn man on the road ist. Und dann hat man doch gleichzeitig Angst, ihn zu finden, weil was ist, wenn man dieses Ankommen eigentlich dieser Tod ist und man die ganze Zeit, während man on the road war, eigentlich nur eine Todessehnsucht hatte. Oh mein Gott, ist das pathetisch. Nee, es ist nicht pathetisch, es ist, es ist die Wahrheit. Ja, also wir wollen nicht so pessimistisch jetzt enden. Amen. Okay, Amen, sorry. Amen, ich sage euch. Wir sterben alle. Hey, jetzt ist Zeit für einen zweiten. Ja. Ist Zeit für einen zweiten Kaffee. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ebenso. Mit dir. Und wie schon angesprochen, reden wir das nächste Mal dann über Allen Ginsberg, würde ich sagen, oder? Genau. Und sein Gedicht Howl, 1956 erschienen, und wer Bock hat, sich ein bisschen vorzubereiten, der kann diesen Film gucken, den ich eben schon empfohlen habe, also diesen Kill Your Darlings. Genau, super. Ja? Ja. Super. Ja, ciao. Dann bis zum nächsten Mal.